2 Sekunden vergangen. Yay! wollte ich hier, weiß ich nicht. Was mit dir? Netter Versuch. Der Sitzungssaal befindet sich aber noch ein Stockwerk höher. Okay, dann war ich hier schon mal. Dann gehen wir halt noch ein Stockwerk nach oben. Da ist der Sitzungssaal. Wie kommen wir da hin? Fuck. Jetzt muss ich hier nicht jede einzelne Drecksplattform abgehen, oder? Kacke, ey. Ich gehe jetzt hier einfach mal kunterbunt. Ach, das wollte ich schon gar nicht. Kunterbunt die Plattform entlang. Normalerweise müsste das irgendwo da sein. Irgendwo da sein, wo ich noch nicht drauf konnte, weil sonst wäre ich da das letzte Mal wahrscheinlich schon hingekommen. Ich komme immer hier raus. War ich hier schon drauf? Ja, ich bin da eben wahrscheinlich schon drauf gegangen. Den da? Nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf einen von den beiden muss. Die so eingesperrt waren zwischen so zwei Typis. Nee, dann komme ich da raus. Das macht keinen Sinn. Wo ist das denn gewesen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. War hier noch einer? Ja. Jetzt bin ich schon wieder hier. Tut mir jetzt leid, dass ich hier so rumirre. Wo war das denn? Okay, jetzt bin ich wieder ganz unten. Ich laufe mal jetzt hoch, bis ich dieses eine Stockwerk sehe. Was ich meine. Das hier. Was ist hier mit? Ja, das ist doof. Oh Gott. Das hier meinte ich auf jeden Fall. Tut mir leid. Oh! Oh! Okay. Ich glaube, wir haben den richtigen Weg gefunden. Gary, was hat dich aufgehalten, Julle? Ja, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, die Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Natürlich. Ich habe schon ein paar mehr Orden. Oh, 5. Ein Sandama. Oh, Level 38.
Fuck. Oh. Ist das gut? Nein. Was ist denn gut gegen Boden? Nein, nicht Shen. Oder? Doch, Shen? Vielleicht? Ja, mit Giftstachel brauchst du mir nicht zu kommen. Ich hoffe mal, dass Konfusion hier was bringt. Nein, auch nicht. Warum? Warum ist Shen vergiftet? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hör mal auf mit der Kackstiefschopf. Also ja auch Kacke. Sternschauer. Kratzer? Oh, was haben wir denn noch? Der Day vielleicht, aber der ist Level 29. Oder ist Dennis gut? Halt! Oh! Nee. Gut, Dave ist schon mal tot. Ist er da gut, Alex? Eine Horn-Attacke. Ich mach den jetzt auf jeden Fall mit dem Alex kaputt. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass der nicht noch einen Sandama hat. Dankeschön. Vulnona? Ne, Vulnona. Was ist das denn? Das ist irgendein Vulpix-Geschwür. Nona. Das hört sich irgendwie nach Nacht an. What the fuck? Feuer ist es, glaube ich. Rutenschlag, natürlich. Aber nicht so viel. Ach gut. Oh, meine Fresse. Das wird ein harter Kampf hier. Ich freue mich schon, dass ich gleich wieder zurück zu der Tante kann. Zu der Tante Emma. Sehr schön. Yes. Austoss. Ein Wasser-Pokémon. Wasser. Nehmen wir Pikachu. Austoss hört sich nach einer Auster an und Austern sind im Wasser. Ist nur so Muscheldinger, oder nicht? Wow. Wo die ganzen Dinger her, Alter? Das ist ja voll der... Oh, paralysiert. Mir fällt das Wort wieder nicht ein. Halt. Oh Gott. Nicht roundabout, sondern ein Allrounder. Genau, ein Allrounder. Okay. Kadabra ist ein Psycho-Pokémon. Tja. Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, tauschen, weil Pikachu reißt an nichts. Nehmen wir mal den Nas. Uri Geller, nicht Uli. Da hatte ich ja das letzte Mal so den Kampf mit. Irgendwer mit Uli. Uli. Irgendwer mit Uli. So, ist das gut? Bitte. Ja, doch, kann man mitarbeiten. Jetzt hör auf mit deiner Konfusion. Halt! Okay, Lars werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal heilen. Wenn ich irgendwas zum Heilen habe.
Supertrank, das hört sich doch gut an. Wow, hat ja sehr viel aufgezogen. Nicht abgezogen, sondern aufgezogen. Nein, nicht nochmal heilen, ich mach dich jetzt kaputt. Wie, nee, nicht Genesung machen. Mach irgendwas. Ja, mach nochmal Genesung. Mach irgendwie, weiß ich nicht, Tuberkulose oder sowas. Oh. Wie ätzend ist das denn? Aussetzer für was? Schlug fehl, sehr schön. Oh, macht das Schaden? Ja, es macht Schaden. Scheiße. Oh, der hat nur so Kackfetzel. Dennis könnte es gebrauchen. Mach es fertig. Los, Dennis. Ruckzuck-Hieb. Dann darf ich nämlich als erstes. So. Was hast du noch zu bieten? Das reicht Level 33. Dennis versucht Agilität zu erlernen. Agilität. Das hört sich irgendwas an von wegen irgendwas nimmt zu. Haben wir irgendeine Drecksattacke? Slam? Ich habe noch nie Slam eingesetzt. Ich nehme mal Slam. Blitzer. Das ist so ein Hundevieh. Nö. Ich will jetzt gucken, was Agilität ist. 40! Nicht töten, nicht töten, nicht. Ich will noch wissen, was Agilität ist. Hör auf! Hör auf! Hör auf, hör auf, hör auf! Dankeschön. Ja. Drecksattacke. Versuch mal die Shen. Vielleicht stirbt sie ja jetzt. Halt. Ich glaube, ich habe ja noch so einen komischen Beleber, ne? Jetzt hör auf mit der Kacke da. Ich habe dich doch schon fast getötet. Nicht so gut. Hypertrank habe ich auch noch. Gebe ich das mal Alex. Ah, komm. Stirb. Los. Weil ich glaube, mit Alex kann ich hier jetzt am meisten irgendwie reisen. Hornattacke. Nadelrakete. Ja. Oh, kann das mal aufhören? Oh, gut, dass das einigermaßen viel abzieht. Oh, nicht schon wieder die Kacke. Was so ätzend immer, wenn das öfters angreift. Was das so lange dauert. Warum kann das nicht einfach alles auf einmal abziehen? Ja, komm, mach noch fünfmal. Dankeschön. So, ich werde jetzt gleich erstmal wieder heilen. Wahrscheinlich würde ich es jetzt noch schaffen, aber man weiß ja nie. Eigentlich hätte ein normaler Trank auch gereicht. Oh. Ja. Ja. Es muss auch nicht jedes Mal da stehen, dass die Attacke sehr effektiv ist, weil wenn die einmal angreift und sehr effektiv ist, dann weiß ich auch, dass sie das nächste Mal, wenn die angreift. Och Leute, ey. Willst du mich verarschen? Ja? Bist jetzt mal tot? Dankeschön.
Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket-Boss antreten kannst. Also, Julle, ich zieh da mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Ausstechen? Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Julle, und trainiere schön weiter. Ciao. Flöpp, weg. So, ich habe Angst, mit dem Typen zu reden. Deswegen gehe ich erstmal weg. Weg. Ich muss mir den Weg merken. Hier unten war doch die Oma, ne? Ja. Heil mich mal bitte. Sehr nice. Dann war das hier so, ne? So, und dann weiter hier lang, so. Ja. Was mit dir? Oh, du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse! Vielen Dank, nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Ein Lapras? Was ist denn ein Lapras? Es heißt Lapras und ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Was ist denn ein Lapras? Ich kenne das nicht. Ein Lapras. Snobillycat sehen wir gleich bestimmt auch noch mal. Lapras? Lapras. Ah, das ist das. Lapras Transport, 2,5 Meter groß und 220 Kilogramm. Dieses freundliche Pokémon kann Gedanken lesen. Auf seinem Rücken trägt es Menschen über das Wasser. Ja, das nenne ich doch mal nett. Okay, bleib sofort stehen, Kleiner. Ah, Team Rocket. Unser Boss ist gerade sehr beschäftigt. Du solltest ihn besser nicht stören. Autos. Jesse und James. Smogmog. Shannon, Shannon, Shannon. Los, Shannon. Mach sie fertig. Konfusion, genau, das wollte ich machen. Schlammbad. Nee, das vergiftet nicht, oder? Halt, halt, halt! Oh. Und vergiftet, 100 pro. Wurde vergiftet, natürlich! Oh nein! Und schon ist Shen tot. Alex! Autos! Okay, das war gut. Ah, Bock. Cobra. nö, Alex kann mal draußen bleiben. Oh, diese Drecksautos, Alter. Ich wohne am Berg, dass die den Berg runter beschleunigen müssen. Das ist schon... Ja. Ja. Doch, kann man machen. Kann man machen. Sehr schön. Alex kann ruhig... Nein, draußen bleiben.
Ich will überlegen, ob ich gleich wieder runtergehen soll. Also ich gucke erstmal, wie weit ich komme. Ob ich überhaupt da reinkomme. Und wenn ja, werde ich mich nochmal aufladen. Wie immer. Team Rocket so schnell wie das Licht. Mal wieder. Gib lieber uns. Ach, gib lieber uns. Gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Miaus, genau. Okay, ich werde die Shen nochmal aufladen. Es dauert jetzt zwar noch ein bisschen länger. Ja, aber ihr könnt dann noch schön den Traktor draußen zuhören. Das macht Freude. Und ich sehe gerade, ich nehme schon viel zu lange auf. Das heißt, wir werden ein langer Bart. Wir sehen uns dann morgen. Jetzt habe ich es auch mal kapiert. Morgen dann wieder. Tschüss.